Kai Havertz, meine lieben Freunde, war gestern einer der Matchwinner, machte das entscheidende Tor für Chelsea, hat eine wirklich tolle Partie gespielt. Er wurde am Anfang sehr krass kritisiert, als er zu Chelsea kam, aber ich glaube, seit gestern lieben ihn die Anhänger von Chelsea. Und ja, er gab danach ein legendäres Interview, das unter anderem auch von Azpilicueta gecrashed wurde quasi, der sich dort einmischte und ihn lobte vor laufender Kamera. Wirklich sehr amüsantes Interview und da ja, wurde Kai Havertz auch, sag ich mal, der Ausdrucksweise sehr interessant. Er wurde gefragt, ob er extra Druck hatte vor diesem Spiel. Er war ja der teuerste Chelsea-Spieler aller Zeiten. Und da sagte er, ganz ehrlich, ich gebe ein F... drauf. Ich habe gerade die Champions League gewonnen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, in so einem Moment, Azpilicueta steht da neben ihm und packt ihn auch so und die rasten komplett aus und so, da verstehe ich auch diese Wortwahl. Da muss man auch sagen, vom Reporter her auch nicht so klug gefragt, meiner Meinung nach. Also, ich weiß nicht, so eine kritische Frage zu stellen in dem Moment, wo gerade die Champions League gewinnt, also ich weiß nicht. Da verstehe ich ihn, dass er einfach so emotional sagt, ey, ich habe gerade die verdammte Champions League gewonnen, was fragst du mich da so mäßig? So, ich habe gerade das Tor geschossen, so ein junger Spieler, jetzt noch EM und alles drum und dran, hat alles noch vor sich. Und ja, also Kai Havertz, gestern hat er sich in die Herzen von vielen Fans gespielt, ganz, ganz, ganz sicher und hat sehr klar eine tolle Zukunft vor sich. Bin gespannt, ich hoffe, er wird diese Leistung auch bei der EM beibehalten und wird uns noch viel Freude bereiten, liebe Freunde. Was ist eure Meinung zu diesem spektakulären Interview und zu Kai Havertz und Leistung von gestern? Schreibt sie gerne in die Kommentare, klickt in die Mitte, kommt dazu einem der letzten Videos. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.